Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen hier aus der Kapelle auf dem Höchsten. Ich bin ein großer Blumenliebhaber und heute habe ich Ihnen mitgebracht eine Primel oder besser gesagt eine Primula acaulis. Das kennt man aus unserer Sprache. Manchmal geht man ein wie eine Primel. Das heißt so viel wie verkümmern, kaputt gehen oder sogar pleite gehen. Wann gehen Primeln ein? Ich habe mir sagen lassen, Primeln gehen ein, wenn es im Raum zu warm wird und wenn sich eine Primel in ihrer Umgebung nicht mehr wohlfühlt. Auch wir können in der Tat eingehen wie eine Primel, wenn man sich in einer bestimmten Umgebung nicht mehr wohlfühlt. David sagt einmal, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend irgendwo. Das heißt, in Gottes Umgebung, da fühlt es sich gut an. Und deshalb feiern wir miteinander Gottesdienst, weil wir aufblühen in der Nähe Gottes, auch wenn wir jetzt gerade noch eingegangen sind wie eine Primel. In seiner Umgebung ist Wohlsein. Wir feiern diesen Gottesdienst miteinander im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir blühen auf, wenn wir singen. Deshalb lade ich Sie ein, dass wir gemeinsam einstimmen in ein erstes Lied. An den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten. Darum wird es gehen nachher in der Predigt, zu der ich Sie jetzt schon einladen möchte. Und wir beten mit einem alten Wallfahrtslied, der Herr erlöst seine Gefangenen. Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Vater im Himmel, heiliger Gott, wir staunen über das, was du verwandeln kannst. Wenn wir am Ende sind, kannst du uns neue Kraft geben. Wenn wir voller Tränen sind, kannst du Tränen trocknen und unser Weinen verwandeln in Freude. Verwandle an uns. Gerade da, wo wir hoffnungslos sind. Gerade dann, wenn wir trostlos sind. Gerade dort, wo uns alle Hilfe fehlt und die Lebensfreude abhanden gekommen ist. Wir freuen uns auf dich, heiliger Gott, Vater im Himmel. In Jesu Namen. Amen. Ich lese aus dem Johannesevangelium, aus dem 3. Kapitel, die Verse 16 bis 21. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Das ist Katharina Spresny. Sie ist Sternenmama und in einem Blog hat sie Folgendes über sich geschrieben. Ja, das bin ich. Als junges Mädchen war ich als Sängerin und Gitarristin in einer Band. Musik war mein Leben. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Ich wollte alles dafür tun. Dann kam das Leben und lehrte mich, dass andere Dinge wichtiger waren. Und dann kam die große Traurigkeit, und sie riss diese Leidenschaft zu Boden. Nur langsam habe ich mich davon erholt. Mittlerweile kann ich meine Gitarre wieder in die Hände nehmen, aber nicht jede Zeile eines Liedes kommt mir über die Lippen. Ich habe durch den Verlust meiner Tochter einfach eine andere Wahrheit erfahren müssen. Und dennoch merke ich eines ganz stark: Wenn ich singe und spiele, muss die Angst in mir weichen. Herzlich willkommen in der Stunde des Höchsten, liebe Katharina. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Sternenmama, was muss man darunter verstehen? Ja,
Sternenmama, Sterneneltern, so werden die Personen genannt, die ihre Kinder kurz vor der Geburt, während der Geburt oder kurz nach der Geburt verlieren. Und was zeichnet eine Sternenmama aus? Ist es ein Titel, um Traurigkeit zu bewältigen, oder ist es ein Titel, auf den man stolz ist, in Anführungszeichen? Also stolz ist da das falsche Wort, aber es ist der Versuch, dem, was passiert ist, einen Namen zu geben, diesem Unausweichlichen, das, was man ja nicht denkt. Man denkt ja, diese 12 Wochen, die man hat, man ist danach safe, man kann es jedem erzählen. Nur passiert es leider sehr, sehr oft, dass auch Kinder vor, während und nach der Geburt sterben und man mit leeren Händen aus dem Krankenhaus geht. Und man ist ja trotzdem Mama, aber es sieht halt keiner. Und Sternenmama gibt dem so einen Namen. Mhm. Kennst du deine Tochter? Kennen, ich habe sie gesehen, ich hatte sie im Arm. Ich konnte mich von ihr verabschieden. Und wir haben ihr auch einen Namen gegeben, das war sehr wichtig und gut. Und haben auch Fotos machen dürfen und ja, kennen, ich hätte sie gerne kennengelernt, aber dafür hätte sie leben müssen. Ne? Fotos habt ihr gemacht? Genau, es gibt eine Initiative, die nennt sich Dein Sternkind EU. Dort können Betroffene oder Angehörige anrufen und sagen, hier, ein Kind stirbt gerade oder es wird tot geboren oder es wird demnächst sterben. Und dann kommen ehrenamtliche Fotografen in das Krankenhaus und machen professionelle Fotos von diesem Kind. Weil es ist nun mal so, das sind die letzten und einzigen Fotos, die man halt von diesem Kind hat. Ich habe 20 Bilder von ihr. Der Ordner ist so und der Ordner von meinem kleinen Sohn ist so. Ja, das ändert sich halt. Mit jedem Lebensjahr meines Sohnes kommen Bilder hinzu und diese 20 Fotos, die ich von meiner Tochter habe, das sind die einzigen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass das sehr professionelle Fotos sind, dass ich nicht darauf angewiesen war, das selbst in dieser Akutsituation tun zu müssen. Ich könnte das nicht. Nein, ich Wenn auch nicht. Ich ein Kind mich davon verabschieden muss, dann könnte ich nicht ständig Fotos von ihm angucken, glaube ich jedenfalls. Ich weiß es nicht. Guckst du die Bilder ständig an? Ja. Und es war in der ersten Phase, kurz nach der Geburt, das allerwichtigste Element der Trauerverarbeitung. Es war dieses dran festhalten. Es war der Beweis dafür, sie war da. Ja. Wenn ein Kind stirbt und man geht ohne Kind aus diesem Krankenhaus, dann hat man nichts. Auch meine Eltern und meine Schwiegereltern, die haben zwar mitgetrauert, aber sie haben sie halt nicht gesehen und sie konnten diese Verbindung natürlich auch nicht herstellen. Durch die Bilder ist das möglich. Durch die Bilder ist das möglich zu zeigen, hier war ein Kind, ein voll ausgebildetes Kind und das ist unsere Tochter. Aber kommen da nicht jedes Mal, wenn man die Bilder anguckt, neu Klagen gegenüber dem lieben Gott? Und muss man ihm da nicht jedes Mal Rotz und Wasser flennen und ihn anklagen? Gott, warum? Nicht bei den Bildern. Da spüre ich Dankbarkeit, die einfach zu haben. Dankbarkeit, dass ich diese Erinnerung habe. Aber in anderen Situationen natürlich. Ne? Also das ist auch nicht ausgestanden. Ich denke, das wird mein Leben lang irgendwie so eine Diskrepanz zwischen Gott und mir bleiben. Ne? Die war groß in dem Moment und in der darauf folgenden Zeit. Absolut, ja. Also die war riesig. Ja. Und die ist jetzt ein bisschen geschrumpft, aber sie wird, glaube ich, auch bis Ende meines Lebens bleiben, weil für mich ergibt es keinen Sinn, dass ein Kind vor den Eltern stirbt. Das hat für mich überhaupt keinen Sinn. Aber am Anfang war das akut. Aber ich habe mir auch erlaubt, Gott anzuschreien, ihn anzuklagen. Die Psalmen sind ja voller Klage. Mhm. Ich denke, das hält Gott aus. Ich glaube, dass Gott das auch möchte, dass wir ihn anschreien, solange es halt authentisch ist, dass wir es nicht bei uns behalten. Ich glaube, das möchte er von uns, auch diese Seite. Und das habe ich getan, durchaus, ja. Und da habt ihr euch wieder ein bisschen versöhnt, ja? Jein, versöhnt ist immer so eine, da muss ja irgendwas glatt gebügelt sein, so ein Stück, weil da ist ein Bruch passiert im Glauben. Also ich bin immer noch tiefgläubig, auf jeden Fall, aber das ist nicht mehr der gleiche Glaube wie vor der Sache. Also es ist immer dieses, es kann jederzeit mir was ganz Liebes genommen werden, ja, das, was du doch eigentlich Gott geschenkt hast. Also man muss dazu sagen, dass ich überhaupt schwanger geworden bin, ist ein Wunder, weil Ärzte gesagt haben, es geht nicht. Und dann freut man sich, dass es doch passiert und dann wird es mir kurz vor der Geburt weggenommen. Dann kamen dann so Sätze wie, ja,
Hättest du das nicht in den ersten 12 Wochen machen können, wo das so üblich ist? Warum muss das bis zum Ende der Schwangerschaft passiert sein? Und die Fragen bleiben unbeantwortet und damit muss ich leben. Warst du nur mit dem lieben Gott in Anführungszeichen in Konflikt oder auch mit dir selber, weil man sich selber Vorwürfe macht und sich selber anklagt? Oh ja, ich war sehr im Konflikt mit mir, weil ich natürlich gedacht habe, man sagt ja ganz oft, der Bauch der Mutter ist ja der sicherste Ort für ein Baby. Und das habe ich nicht so empfunden. Auch in der Folgeschwangerschaft, die war der Horror. Die war der absolute Horror, weil ich erlebt habe, nein, die Gebärmutter ist nicht der sicherste Ort für mein Kind. Ab dem Zeitpunkt, wo mein Sohn in die Woche gekommen ist, wo auch Mediziner außerhalb der Gebärmutter was hätten tun können, wurde ich immer unruhiger. Ne? Da war dann immer so was von, wenn da jetzt was schief geht, könnte es ihm vielleicht draußen besser gehen. Und da war ganz lang, was war ich für eine Mutter, die das nicht gemerkt hat, dass ihr eigenes Kind im Leib stirbt. Warum habe ich das nicht gespürt? Wieso hatte ich da keine Connection zu? Also da habe ich mir viele, viele Gedanken und Vorwürfe gemacht. Mhm. 4 Jahre ist es her und du sitzt hier, hast ab und zu sogar ein Lächeln auf dem Gesicht, kannst da ganz souverän drüber reden. Hut ab. Dumme Frage von mir, das könnte man ja auch für sich behalten. Warum ist es dir wichtig, darüber zu reden? Also ich will darüber reden, weil es ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Es wird nicht darüber gesprochen. Es wird, wie ich schon oft erwähnt habe, es wird über diese 12 Wochen gesprochen, dass man danach erst die Schwangerschaft verkündet. Aber es wird so selten darüber gesprochen, dass auch kurz vor der Geburt etwas passieren kann, dass kurz nach der oder während der Geburt etwas passieren kann. Deswegen möchte ich darüber reden. Ich möchte einfach, dass uns bewusst wird, dass Kinder keine Selbstverständlichkeit sind, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind. Und mir ist das einfach wichtig, auch in christlichen Kreisen, dass das einfach ist das wichtig, darüber zu sprechen. Deswegen gehe ich da sehr, sehr offen mit um. Ich habe vor kurzem deinen kleinen Pimpf kennengelernt. Mio, wie alt ist er? Der wird jetzt 3 im Juni, also zwischen meinen Kindern liegen 11 Monate. Wer ist Mio? Ist er ein Wunschkind? Ist er eine Wiedergutmachung von Gott? Er ist immer noch weiterhin ein Geschenk. Wir haben ja aufgrund meiner Diagnose nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt noch mal schwanger werden kann. Wir haben es halt laufen lassen, wie man so schön sagt, und wurden noch mal beschenkt. Also auch recht zeitnah hintereinander sozusagen. 11 Monate liegt zwischen meinen Kindern und ich bin ihm dankbar. Er hat so ein Stück weit Buntes wieder in unser Leben gebracht. Also ich wüsste nicht, wie es mir heute ging, wenn es ihn nicht gäbe mit der Diagnose, die ich noch dazu habe. Ja, es ist ein großes, großes Geschenk. Du hast mich sehr berührt, du hast mich sehr bewegt. Vielen herzlichen Dank, dass du von weit her gekommen bist mit deiner Familie, um hier in der Stunde des Höchsten zu sein. Ich würde am liebsten sagen, komm mal wieder. Gerne, gerne. Mich würde natürlich auch interessieren noch, aber wir haben keine Zeit mehr. Mich würde natürlich auch interessieren, was das mit deinem Mann gemacht hat. Ja. Ob der anders getrauert hat oder ob der lieber für sich alles abhaken wollte und so. Sprechen wir das nächste Mal drüber. Auf jeden Fall. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du so offen und trotz diesem schwierigen Thema auch gelassen und fröhlich gesprochen hast. Danke. Katharina, mein lieber Schwan, Gott befohlen dir und deiner Familie. Dankeschön. Wenn Sie Fragen haben zu Katharina, schreiben Sie uns. Wir leiten Ihre Fragen gerne weiter. Wenn Sie selber sowas erlebt haben und drüber sprechen wollen, freue ich mich, wenn Sie uns daran teilhaben lassen. In dieser Welt hat nichts ewig Bestand. Mein ganzes Leben liegt allein in Gottes Hand. Was ich hab und bin, das hat er mir geschenkt. Wie lang mein Herz schlägt, das wird allein von ihm gelenkt. Und in der Trauer, dass ein geliebter Mensch fortgeht, trägt uns die Hoffnung, dass neues Leben bevorsteht. Wer
wir werden uns wiedersehen in der Ewigkeit, wenn wir bei Jesus sind, in seiner Herrlichkeit, wo es kein Leid mehr gibt und keine Tränen mehr. Was uns jetzt traurig macht, ist dann schon lange her, wenn wir uns dann wiedersehen. In Gottes neuer Welt haben wir neue Körper, die keine Krankheit quält. Zum allerersten Mal sind unsere Herzen rein, wo Gott zu Hause ist. Da kann nur Licht und Liebe sein. Kann nur Licht und Liebe sein. Wir werden uns wiedersehen. An den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten. So beginnt Psalm 137, der heutigen Predigt zugrunde liegt. Wir sitzen zwar nicht am Ufer vom Euphrat, aber doch an tiefen Gewässern und umgeben von Schilf. Die Predigt aber wurde inspiriert von einem Brief. Ich habe ihn erhalten von einer Zuschauerin aus unserer Fernsehgottesdienstgemeinde. Ich persönlich finde, dieser Brief ist schon fast eine Predigt für sich. Ich möchte Ihnen daraus gerne etwas vorlesen. Liebe Menschen von Stunde des Höchsten, mit großer Freude und reich beschenkt verfolgen wir sonntags den Gottesdienst. Es ist wunderbar, wenn Menschen befreit werden, und ich danke Gott von Herzen dafür. Aber es gibt mehr von denen, die an den Flüssen von Babylon sitzen und weinen, glaube ich. Sie sitzen schon Jahre, Jahrzehnte da. Sie brauchen Ermutigung zum Durchhalten, denn nur ein Wunder könnte sie aus dem Gefängnis ihres kranken Körpers befreien. Sie bitten Gott täglich darum, aber für sie gibt es diese Lösung bisher nicht. Ihre Seelen leiden unter der Enge und dem eigenen Unvermögen, daran etwas zu ändern. Sie verlieren so viel, aber es wird ihnen nicht erstattet, wie etwa Hiob. Es ist eine große Kraftanstrengung, den Glauben an einen liebevollen Schöpfer nicht zu verlieren, an einen allmächtigen Vater, der alles kann und doch gefühlt nichts tut. Mein leiblicher Vater war nicht so. Er war nicht allmächtig, hat aber alles für mich getan, was in seiner Macht stand. Ich werde in diesem Leben nie verstehen, warum Gott so viele an den Flüssen Babylons sitzen lässt und zusieht, wie ihre Tränen fließen. Kein Mensch braucht versuchen, das zu erklären, und Gott sagt nichts anderes als: Du kannst es nicht verstehen, weil du nicht ich bist. Weil mir das inzwischen genügt, kann ich ihm vertrauen, und mein Herz sucht seine Nähe. Wohlgemeinte Sprüche wie "nicht alle unsere Wünsche, sondern alle seine Verheißungen" sind für mich kein Trost und keine Ermutigung. Nur wenn wir das liebevolle Herz des Schöpfers finden, können wir zur Ruhe kommen und uns ab und zu trotz Babylon wohl und geborgen und von Herzen verstanden und geliebt fühlen. Herzliche Grüße von Ruth. Liebe Ruth, vielen Dank für diesen Brief, für diese Inspiration, dieses ehrliche Wort. Ja, Ruth, genau so ist es. Viele, viele Menschen sitzen an den Wassern zu Babylon und sie weinen. Und das schon so lange. Es ist schon lange nicht mehr alles im Fluss. Es steht ihnen vielmehr das Wasser bis zum Hals.
und die Fluten drohen sie zu verschlingen. Noch eine kleine Zeit und sie gehen unter. Aber wissen Sie was, liebe Ruth? Noch sitzen sie am Ufer, im Trockenen, am sicheren Ufer. Und noch haben sie festen Boden unter den Füßen. Noch sehen sie von Weitem die bedrohenden Fluten vor sich. Und noch gibt es Perspektive. Auch wenn das Wasser bedrohlich steigt und auch wenn die Tiefe schon spürbar ist, wenn die Schreckensmomente greifbar nah sind und alles durcheinander bringen, noch sitzen wir am trockenen Ufer. Und genau an diesem Ufer taucht plötzlich wie aus dem Nichts der auferstandene Herr auf. Plötzlich ist Christus da. In Johannes 21 lesen wir, als es schon Morgen war, da stand Jesus plötzlich am Ufer. Die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Und auch wenn der Pegel steigt und die Gischt schon zu spüren ist von den tobenden Wellen, gilt für sie, liebe Ruth, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich, Ruth, bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du oder irgendjemand von euch durch tiefe Wasser geht, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Liebe Ruth, eins ist mir noch wichtig. Sie und ich, wir alle sind nicht die Ersten, die an den Wassern zu Babylon sitzen und weinen. Schon lange vor uns und schon viele vor uns saßen dort. Ja, das Weinen hat seine Zeit, gehört dazu. Und die Tränen werden leider erst ganz am Ende abgewischt, so die Verheißung. Also, das heißt aber auch, das Beste kommt noch. Viele vor uns haben Tränen vergossen und viele nach uns werden es auch tun. Das heißt, Sie und ich, wir sind nicht die Einzigen und nicht die Ersten, die das erleben. Auch wenn es uns noch so hart trifft, das haben viele andere auch schon durchgemacht. Und manchmal hilft es ja zu wissen, dass wir nicht die Einzigen und die Ersten sind, die es trifft. Und wir sehen es an anderen, dass sie es irgendwie geschafft haben, dass nach dem Weinen und den Tränen auch wieder das Lachen kommt und die Fröhlichkeit. Eventuell hilft es uns aber auch, dass wir wissen, genau in diesen Momenten sind wir eben nicht alleine, sondern der Schöpfer und sein Herz schlägt in uns und für uns. Wie heißt es? Wenn du durchs tiefe Wasser gehst, will ich bei dir sein. Liebe Ruth, das gilt. Das gilt. Und vielleicht kommt er sogar unverhofft durch ihre Offenheit, durch ihren Brief, die gute Hand von Gott, durch helfende Hände in der Fernsehgottesdienstgemeinde zu ihnen, zu mir, zu uns. Warum saßen die Israeliten weinend an den Wassern von Babylon? Jerusalem, die heilige Stadt der Juden, war im Jahr 586 vor Christus von den Babyloniern unter Nebukadnezar erobert und weitgehend zerstört worden. Die Juden wurden gefangen und verschleppt. Sie wurden zu Arbeiten gezwungen. Sie wurden wie Sklaven behandelt. Sie hatten alle Rechte verloren und vor allem ihren Stolz. Er wurde ihnen geraubt. Die Trauer, der Schmerz, der Hass wurde unbändig und von Tag zu Tag größer und es war kaum mehr auszuhalten. Und wie ging das alles aus, müssen wir fragen. War das Endstation? 539 vor Christus, ein paar Jahre später, erlaubte Kyrios, König von Persien, die Rückkehr der verschleppten Juden in ihr Heimatland. Zurück nach Israel, was sie sich so sehnlichst erhofft hatten. Das heißt, es wurde alles gut. Und mehr noch, Babylon wurde zerstört. Nach dem 5. Jahrhundert vor Christus spielt Babylon in der Weltpolitik, in der Weltgeschichte keine Rolle mehr. Liebe Ruth, können Sie das hören? Was Sie heute bedrängt, knebelt,
was sie heute so trostlos macht und zum Weinen bringt, das spielt bald keine Rolle mehr. Was sie heute so todtraurig und schmerzerfüllt macht, spielt bald keine Rolle mehr. Was sie heute zu Tränen zwingt, spielt bald keine Rolle mehr. Manches in unserem Leben spielt sich auf wie Allmächtiges. Aber allmächtig ist nach wie vor nur unser Herr. Unser Herr und Meister, der am Ufer steht, der die Tränen trocknen wird, der im Angesicht der Tiefe des Meeres und des Todes fragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und dann setzt er sich zu uns und er kümmert sich um uns am Ufer, legt seinen Arm um uns, trocknet die Tränen, tröstet, liebt und ermutigt. Vielen Dank für Ihren Brief. Ich freue mich auf andere und weitere Briefe, die inspirieren. Denn die Fragen, die bleiben. Aber ich glaube, wir halten zusammen fest an Bekenntnis der Hoffnung und an diesem Wort Gottes. Amen. Wenn es stimmt, dass man da oben eine goldene Stadt aus Edelstein und Perlen baut und Straßen nur aus Gold, dann bauen dort die Menschen mit, die man hier so vermisst. Denn jeder ist da oben Gottes Lieblingsspezialist. Da baut man wie in jeder Stadt ein Fußballstadion. Natürlich hilft der Kleine mit, der so am Leben hing. Und nach getaner Arbeit sitzt er dann auf Gottes Schoß bei einem Schokoladeneis im goldenen Eissalon. Wenn es stimmt, dass man da oben eine goldene Stadt aus Edelstein und Perlen baut und Straßen nur aus Gold, dann bauen dort die Menschen mit, die man hier so vermisst. Denn jeder ist da oben Gottes Lieblingsspezialist. Es stimmt, dass man da oben eine goldene Stadt aus Edelstein und Perlen baut und Straßen nur aus Gold. Dann bauen dort die Menschen mit, die man hier so vermisst. Denn jeder ist da oben Gottes Lieblingsspezialist. Ist dort oben Gottes Lieblingsspezialist. Dass wir wieder aufblühen, das ist unser Wunsch und das ist der Wunsch Gottes. Und er schafft es, dass wir wieder in voller Blüte erstrahlen und wunderbaren Wohlgeruch für ihn verbreiten. Eine Kraftquelle kann das Gebet sein. Und ich lade Sie ein, dass wir miteinander und füreinander beten. Und wenn Sie konkrete Anliegen haben, freue ich mich, wenn Sie uns diese mitteilen über unser Gebetsbuch auf der Homepage oder per Telefon oder per E-Mail. Vater im Himmel, so viele sitzen im Augenblick an den Wassern zu Babylon und haben Angst, sind voller Sorgen, wie das alles werden wird, merken die
Wellen und die Flut, wie sie steigt. Es darf nicht mehr viel passieren. Du weißt es. Deshalb schreite ein. Tu etwas, heiliger Gott. Hilf endlich. Hilf denen, die sich schon so lange nach Hilfe sehnen. Und wir wissen, dass du rechtzeitig hilfst. Nie zu spät. Danke dafür. Und alles, was uns bewegt, das legen wir hinein in das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch Frieden. Shalom. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes. Danke, dass Sie mitgefeiert haben. Wenn Sie noch Fragen haben an Katharina Spresny, schreiben Sie uns. Wir leiten Ihre Fragen gerne weiter. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Jeder Cent kommt der Arbeit zugute und tut uns gut. Und so können wir gemeinsam mit dieser Gottesdienstarbeit auf Sendung bleiben. Auch wenn Sie diesen Gottesdienst noch einmal anschauen möchten, entweder in den Mediatheken von uns oder aber auch auf DVD, dann schenken wir Ihnen gerne eine DVD. Dauert circa 3 bis 4 Wochen, bis wir diesen Gottesdienst auf DVD zur Verfügung haben. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Schreiben Sie uns gerne auch in unser Gästebuch, auf unserer Homepage oder über Facebook. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Gott befohlen, auf Wiedersehen.